die Freunde der Sonne und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Pine Your Drive Homeless. Ich muss sagen, dass ich gerade in den Lösungen geschaut habe, weil ich habe halt in der Folge zuvor, ich bin einfach jetzt wirklich eine halbe Stunde oder irgendwas herumgehört. Ich habe es einfach nicht gefunden, bin auch in der halben Stunde zweimal gestorben tatsächlich und hatte jetzt die Schnauze voll, bin ich ehrlich, ne? Habe in die Lösung geschaut und mir fiel auf, dass, was ist, fiel mir nicht auf, ich habe es halt in der Lösung da entdeckt, dass hier, dass die Spieluhr in unserem Schlafzimmer fehlt. Nö, die fehlt hier natürlich nicht. Es ist logisch, ja, es ist okay. Entweder ich bin jetzt falsch oder ich muss das erst aktivieren. Ich weiß es nicht, ja. Ich weiß auch nicht, ob die Spieluhr dort jemals gestanden hat. Ich weiß es nicht. Ach, das wollte ich jetzt gar nicht. Aber ich hatte gerade echt so die Schnauze voll. Ich weiß halt tatsächlich auch nicht, ob das jetzt richtig war, weil warum steht die Spieluhr da unten nicht, ne? Es ist, ich weiß jetzt nicht, ob wir das erst aktivieren müssen. Guck mal, hier ist diese Scheißwade, wo ich halt echt immer noch der Meinung bin, wir müssen hier irgendwas tun. Aber na gut. Vielleicht steht die Uhr auch, die Spielo einfach random irgendwo. Ich weiß es natürlich nicht, ne? Es ist. So, jetzt ist sie weg. Okay, ne? Also ich. Vielleicht steht die halt auch bei jedem anders. Ich hab. Bevor wir jetzt aber durchdrehen und die Pferde scheu machen, gucke ich jetzt nochmal in dem Zimmer oben nach. Und ich weiß auch schon wieder nie, wie ich da hinkomme. Ach, hier müsste das doch sein. Nö. Ja, also hier muss das irgendwo sein. Ja, ja, ja. Geht's aber schon wieder runter, ich. Ich weiß nicht. Okay, jetzt geht's da, aber da, da. Aha. Okay, es ist wahrscheinlich, ich vermute ganz stark, dass. Ich bin wahrscheinlich. Nein, die ist da, die ist da! Die ist. Oh. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es jetzt weitergeht. Das ist mir aber völlig bruscht. Ich weiß zumindest, es geht jetzt wenigstens weiter. Oh, war ja, nee, das habe ich nie gewusst. Wieder. Lol, wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir denn jetzt? Oh, das Lichtflagger macht mich ein bisschen irre. Flamme läuft sehr schön. Für ein kranker Scheiß, ey.
Holy shit! Was denn jetzt? Was war das denn? Wo war ja? Dieser kranke Zeug, weißt du, so dieses ewig hinziehen, bis hier irgendwas passiert. Ich kann aber halt auch nichts hier tun, ne? Bette gekettet. Kranker Scheiß, ey. Mann! Gerade blind? Ja, ich war blind. Soll ich den jetzt hier aufschließen? Hey, ich bin ein bisschen dumm unterwegs. Zackt das Licht wieder aus. Ich kann ja echt effektiv nichts tun. Ne? Also ich habe jetzt den Key bekommen. Ja. Aber. Kann ja nicht wahr sein, dass ich so dumm bin gerade.
hier nichts von. Nicht gerade dämlich? Oh, es ist bestimmt so richtig offensichtlich. Ich weiß es nicht. Tut mir leid. Ich will eine Tasche. Ich raff's nie. Jetzt mit der Taschenlampe hier so stehen, weil es so knittert. Wer ist das denn? Okay. Okay, also mir fehlen gerade echt irgendwie die... Was, Alter? Was ist los hier? Mir fehlen gerade echt richtig hart die Worte. Was ist das denn für ein Spiel? Was hatte der denn in der Hand, ey, Chip? Oh nein. Ach lol, muss ich jetzt noch mal hoch? Oh lol, lol, lol. Das ist ein bisschen... Harry, ne? Also gut ab, Herr Frommitzer. Das war ein Moment. Das hätte ich damit nicht gerechnet. Okay. Also wir müssen jetzt erstmal die Spielenuhr finden. Aha, na gut, aber da weiß ich zumindest, was ich tun muss. Und bin ich ganz so hilflos. Also ich weiß halt jetzt auch tatsächlich nicht, ob der Boy hier im Haus rumschwebt.
Und vor allen Dingen, ich weiß halt auch nicht, was es für einer ist. Ach, jetzt bin ich wieder hier, okay. Was das für einer ist, der sah so. Also, der sah ein bisschen böse aus. Ja, würde ich mal meinen. Und, ich habe, ja, ein bisschen Angst. Ach lol, vielleicht war ein Schlüssel da auf dem Boden. Ach Mist, Mist, Mist. Tut mir leid, wir gehen jetzt noch einmal kurz zurück. Ist es ja nicht weit? Ja, okay, es ist doch schon ein Stück, aber... Nein! Ach Mann, das wollte ich jetzt nicht. Mann, ach, das ist super ärgerlich gerade. Super ärgerlich. Wo war denn jetzt? Hier war das, ne? Ja, genau. Und hier war dann der Boy. Hier bin ich ja wieder zurückgespawnt, aber hier ist kein Kiener. Nee, okay, na gut. War ein Versuch wert tatsächlich, ne? Ich meine... Und hier liegt ja auch nichts. Okay. Na gut, macht ja nichts. Doch, oh, ich hab's. Als hätte ich's geahnt. Gut. Sehr schön. Jetzt können wir nämlich die Tür öffnen. Logischerweise haben wir einen Key bekommen. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Wir haben einen Key bekommen. Mede, mede. Hier waren ja eigentlich alle Türen offen. Bis auf in dem, ich nenne es einfach mal in dem zweiten Haus oder in der zweiten Hälfte. Wie komme ich da hin? Entschuldigung. Wie komme ich da hin? Ich muss hier irgendwann mal... Genau. Ich glaube, hier komme ich... Ach, Linda. Come on. Guck mal. Genau, jetzt bin ich... Komme ich raus eventuell? Nö, warum wo? Ja, das ist ja aber nichts Neues. Ne? Ich bin hier, ist ja alles noch offen. Bitte jetzt nicht sterben. Ich kann das Theater jetzt nicht nochmal mit dem Boy mitmachen. Oh. Die Leute hier glauben, dass ein Fluch auf dem alten Landhaus liegt. Es soll sich die Seelen derer holen, die das Haus betreten. Ja! Da gönne ich mir doch gleich mal einen Leibniz-Keks mit Smarties.